Let's play Iceland Experiment. Hallo, ich bin Jens Christ und wir spielen jetzt hier mal wieder ein Facebook-Spiel. Wie lange ich das spiele, weiß ich nicht. Und ich habe mich entschieden, es mal direkt zu spielen, weil das geht ja dann auf meinen neuen Gaming-Kanal und da werde ich es mal etwas länger spielen oder weiß ich nicht, weil ich es ja selber nicht kenne. Ich will es einfach mal gucken und testen, was da so passiert. Übrigens, die ersten 10 habe ich ohne Ton aufgenommen, deswegen vertone ich das jetzt hier nach. Das ändert sich aber nach einer Minute. Nach einer Minute will ich es dann in Vollbild spielen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber nach einer Minute spiele ich es dann in Vollbild und dann nehme ich das Video anders auf und mit Ton auf und spreche das dann live, also gleich in Vollbild. So, und jetzt spielen wir das Ganze hier in Vollbildmodus. Mal gucken, was uns da so jetzt erwartet. Da soll man was machen. Abreißen von irgendwelchen schönen Bäumen. Die Spinnen müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Wenn wir sie finden, finden wir auch Diana. Das ist die, die eben von der Spinne irgendwie weggelandet ist oder so, keine Ahnung, oder geraubt wurde, ich weiß es nicht. Wenn das so ist, müssen wir diese Spinnennetze entfernen. Beeilt euch, wir haben keine Zeit zu verlieren. Na gut, dann neu. Ach so, Spinnennetze wahrscheinlich wegmachen. Und macht der andere nichts? Ach, der macht jetzt auch was. Okay. Da ist die Spinne. Hilfe! Ja, dann helfen wir doch mal, ne? Halte durch, Diana. Ich vertreibe das Monster. Spinnen sind eigentlich keine Monster. Spinnen sind nützlich und gute Tiere eigentlich. Also ohne Spinnen sähe die Welt voller Insekten aus. Also das möchte keiner haben. Ganz viele Insekten, die einen überall bekrabbeln oder so. Naja. Kann der andere nicht. Aber das ist aber gemein, die Spinne irgendwie so zu töten. Das gefällt mir gar nicht. Naja. Diese Spinne war absolut riesig und wahrscheinlich auch harmlos. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie geht es dir? Naja, übrigens, Spinnen können gar nicht so groß werden. Das geht anatomisch gar nicht, weil die haben ein ganz anderes Lungensystem und können so groß gar nicht überleben, weil sie keinen Blutkreislauf haben, der das Blut transportiert. Deswegen haben sie auch kein rotes Blut. Wie alle Insekten haben sie grünes Blut, weil die Luft direkt zu den Organen gebracht wird über irgendwelche Rohrsysteme und das funktioniert nicht mehr, wenn sie so groß sind. Nur mal so beim Rande. Ich glaube, ich bin in Ordnung. Kannst du mir aus dieser aus diesem ekelhaften Spinnennetz heraushelfen? Nee, lassen wir drin. Ja, und der andere macht wieder nichts. Naja, okay. Du hast mich gerettet. Ich weiß nicht, was ohne dich aus mir geworden wäre. Tja. Wir sollten schleunigst zur Küste zurückkehren. Wer weiß, ob hier nicht noch mehr Spinnen sind oder gar noch etwas Schlimmeres. Tja. Warte, in der Nähe glitzert etwas. Na, das wird das da oben sein, ne? Das ist eine Truhe. Woher kommt sie denn? Mal sehen, was drin ist. In fremde Truhen reinschauen. Ach, jetzt sind wir jetzt schon zu dritt, ne? Naja, dann gucken wir mal einfach nach, ne? Oh, ganz viel Zeug. Das nenne ich mal einen Schatz. Ja, haben wir da oben irgendwie, glaube ich, bekommen. Und das Holz, wo ist das hingegangen? Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Und jetzt gehen wir zur Küste zurück. Will ich aber gar nicht. Nein, warum? Ich wollte mich da noch umgucken. Hey. Na gut. Wir sollten unser Lager aufschlagen, bevor es dunkel wird. Tja. Schließe die Quest ab und baue ein Haus. Zum Laden. Haus kaufen. Haus bauen. Bauen. Ja, und die Frau baut und die Männer machen gar nichts. So ist es.
Wir müssen ein Lagerhaus bauen, und um die gewonnenen Ressourcen zu lagern. Das hält die Tierwelt vor Ort davon ab, sich an unserer Vorräte gütlich zu tun. Gütlich zu tun? Naja. Deine erste Aufgabe besteht darin, ein Lager auszubauen. Tippe auf das Symbol. Tipp. Zum Laden. Und wieder bauen. Gut, dass wir so viel wie in der Schatztruhe gefunden haben, ne? Bauen. Ja. Und die Frau, die baut wieder. Ja. Diana, wo ist die Inselkarte, die ich dir gegeben habe? Aha. Sie muss in der Kiste mit den Dokumenten sein. Wir müssen sie finden. Na gut, dann gehen wir mal irgendwie dahin. Kiste können wir gefunden werden. Ach, teilen. Nee, brauchen wir nicht teilen. Großartig, jetzt haben wir eine Karte von Küstenbereich. Wir können jetzt die ganze Insel erkunden und ihre Geheimnisse lüften. Ah. Der Boden hier ist anscheinend äußerst fruchtbar. Wir können etwas für uns anbauen, aber dafür brauchen wir wieder ein Pflanzenfeld. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Aufbauspiel. Ich hoffe ja, dass es eigentlich mehr ein Erkundungsspiel ist. Das würde mich mehr interessieren als ein Aufbauspiel. Aber gucken wir mal, was so kommt. Weil zum Aufbauspiel, die mag ich nicht so gerne. Aber wenn sie abwechslungsreich sind, warum nicht? Nachdem wir jetzt ein Pflanzfeld haben, können wir versuchen, dort Nutzpflanzen anzubauen. Ja, hier. Fleischpflanzen wachsen da auch. Guck mal, Fleischpflanzen. Naja, vielleicht wollen wir was anderes. Ja. Starten. Fleisch wächst also auf Pflanzen, auf Feldern, ja. Wissen wir ja schon immer. Hey, was sind das für Kisten in den Büschen? Das ist unsere Ausrüstung. Der Pilot hat wohl nicht allzu gut aufgepasst, als er sie abgeworfen hat. Sind die abgeworfen worden? Naja, dann holt euch die mal. Und da können wir Geld bekommen. Ha. Und die baut auf dem Feld an. Ah ne, teilen brauchen wir doch gar nicht. Wenn wir noch ein Pflanzenfeld anlegen, können wir mehr Nahrung anbauen. Wir sollten die Einnahmen von Holzhaus einsammeln. Wir brauchen das Geld, um unser Lager auszurüsten und nach den abgestürzten Satelliten zu suchen. Achso, ja, wir suchen anscheinend nach einem Satelliten. Habe ich doch schon eingesammelt. Ha. Habe ich eben schon gemacht, oder? Ah, so viel war da jetzt auch nicht drin. Was? Nochmal? Da kann ich nichts mehr sammeln, naja. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie einen bestimmten Betrag sammeln, oder? Einsammeln 10 Mal und wir haben das 2 Mal gemacht, glaube ich. Muss die jetzt da drauf bleiben, damit das Feld wächst? Dann bauen wir jetzt ein zweites Feld. Bauen wir direkt hier oben unser Lager, ne? Diesmal teilen wir es nicht. Wir können damit anfangen, neue Gebiete zu erkunden, um Ressourcen zu sammeln. Ja. Wir müssen Bäume fällen. Holz ist ein hervorragendes Baumaterial. Ach so, Holz ist ein hervorragendes Baumaterial. Können wir nicht diese Pflanzen da auch wegmachen? Die stören mich dann eigentlich. Komm, nehmen wir die. So. Bäh, woher kommt dieser Gestank? 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 Was? Das ist der Duft von Kaktusblumen. Sie sind äußerst giftig. Deswegen sollten wir schnellstens diesen Geruch abstellen, bevor noch jemand vergiftet wird. Was? Wir müssen Holz sammeln und den danach abbauen. Ach Mann.
Ach komm, machen wir erst hier die Kaktusblumen weg. Aber wir müssten eigentlich auch noch hier irgendwie deinen Nachbarn? Hm. Also, kriegen wir irgendwie noch einen dritten, noch einen vierten dazu oder irgendwas? Naja, so. Und jetzt sammeln wir ein paar Lilianen. Ja, wir brauchen auch noch Holz, ne? Ja. Das ist also die Lilianen. Das ist das Holz. Da brauchen wir noch was davon. So, Lilian. Man muss hier wirklich immer gucken, dass alle wirklich am besten arbeiten. Oh, Pyramide. Jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Naja, sie ist seltsam und hier werden sie an uns nächsten ansehen. Zuerst müssen wir den abgeschützten Satelliten finden. Also zur Pyramide gehen wir später. Na gut. Diese lächerlichen Stacheln blockieren den Weg zu anderen Ressourcen. Wir sollten sie entfernen. Das auch noch. Also hier muss man echt viel arbeiten. Echt viel arbeiten muss man hier. Was haben wir denn da? Eine Falle? Möglicher Fund? Ist das unsere Falle oder können wir die irgendwie wegmachen? Naja, dann entfernen wir die hier alle. Achso, wir sollten auch noch ein paar Lilianen sammeln, ne? Naja, jetzt arbeiten alle. Oder kann ich dann auch im Nachhinein? Nee. Alle sind so beschäftigt. Warum steht denn das dann auf Englisch dann da? Das haben sie wahrscheinlich übersetzt. Oder ist das Deutsch? All sind PC. Naja. Puh, wir sind die Stacheln losgeworden, aber das Gras ist hier so dicht, dass wir kaum weiterkommen werden. Ja. Jetzt müssen wir noch Gras mähen. Was haben wir hier eigentlich? Einfach mal reingucken, ne? Vielleicht ist es ja schön und nützlich. Also. So, großartig. Jetzt haben wir genug Pflanzenfelder, um für ein paar Tage mit Essen eingedeckt. Und sind mit Essen. Wer weiß, wie lange wir hier bleiben. Wir sollten etwas Nahrung einlagern. Ja, machen wir das doch. Achso. Ach, wir können das verbessern. Wie können wir denn das verbessern? Sollen wir mal verbessern? Haben wir genug davon? Keine Ahnung. Ach, verbessern wir einfach mal, ne? Wie können wir denn jetzt hier wieder was produzieren? Oder wird das automatisch da drauf produziert? Achso, wir können da sagen, dass wir essen und dann, na, so geht das, ja. Sieh mal, ich habe einen Schlüssel in die Büsche gefunden. Wo der wohl sperrt, was ist das für Deutsch? Naja. Wo der wohl sperrt, ja. Komm, bauen wir da auch. Ah, hier können wir dann doppelt so viel anbauen. Mal. Ich glaube, das braucht dann doppelt so lang. Da ist eine Truhe. Ach, da müssen wir auch noch was dann da machen. Naja. Na, guck mal. Gleich haben wir zwei schon geschafft. Ich weiß ja nicht. Gucken wir mal die Truhe rein. Wird die noch irgendwie... Die sind doch gar nicht vor der Truhe, die Objekte da. Naja. Was soll's.
Sieh mal, hier ist die Truhe. Wir sollten versuchen, sie mit unseren Schlüssel zu öffnen. Ja, das macht er. Dann macht das nochmal. Und was haben wir da gefunden? Glaube ich, Gold oder irgendwie sowas. Ganz viel Gold. Albert, das ist vielleicht der, keine Ahnung, wer Albert ist. Das Werkzeug, das wir bekommen haben, ist völlig nutzlos. Mit diesen Schaufeln kann man einfach nicht graben. Ja, dann kaufen wir uns eine neue Schaufel, oder? Hab Geduld, Diana. Ach, das ist anscheinend Albert. Albert Einstein, ja, natürlich. Na gut, hab Geduld, Diana. Mit unserem Budget können wir uns nicht Besseres leisten. Wir können aber eine kleine Werkstatt bauen, um die benötigten Werkzeuge selbst herzustellen. Stellen wir doch einfach mal selbst Werkzeuge her. Ja, das machen wir gerne. Ne? Brauchen wir eigentlich noch Nahrung? Ich weiß ja gar nicht. Gibt es ein Limit an Nahrung, was wir maximal haben können? Oder können wir so viel Nahrung haben, wie wir wollen? Ach, da müssen wir noch welche sammeln. Oh. Okay. So. Also der ist da auch länger beschäftigt dann da mit den Nahrung. Also. Ach, da hinten haben wir auch noch eine Kiste irgendwie. Und da sind noch Kisten und... Was ist das? Also. Wir müssen die Werkstatt herstellen, ne? Das war, glaube ich, ein bisschen das Ziel. Und wir haben das Level 3 geschafft. Die Gewinne werden größer sein, wenn wir den Boden umgraben. Das haben wir schon gemacht. Oh, da kommen wir neu. Hallöchen, ich bin Robinson. Ja, Robinson Crusoe wahrscheinlich, ne? Ich lebe auf einer Insel, nicht weit von hier entfernt. Wie geht's denn Freitag? Naja. Du hast genug Ressourcen erhalten, ja. Inventar. Nicht genug Platz für Ressourcen ins Inventar gelegt. Ich kann jetzt hier gar nichts machen. Das Spiel hat sich aufgehängt. Ich glaube, das ist dann eine gute Zeit, um jetzt hier eine Pause zu machen mit dem ersten Video. Ich guck mal. 16 Minuten oder 17 Minuten plus eine Minute von Anfang. Also, ich werde es vielleicht gleich noch weiterspielen, weil es interessant ist erstmal. Der Anfang hat mich schon interessiert, aber den ersten Eindruck von euch für dieses Video möchte ich jetzt hier mal irgendwie lassen. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal positives Feedback geben. Ihr dürft den Gaming-Kanal, wo ich das jetzt hier hochlade, ich werde das jetzt hier, oder ich werde es vielleicht sogar in beide Kanäle hochladen, in meinen Hauptkanal und in den Gaming-Kanal. Vielleicht lade ich das erste Video von einem Teil immer in beiden hoch und die weiteren dann in den anderen Teilen. Das werdet ihr irgendwie sehen. Mal gucken. Und jetzt wünsche ich euch noch Gottes Segen, und wenn es euch das gefallen hat, wahrscheinlich kommen da noch ein paar Folgen von diesem Spiel.